Kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro wäscht Teddy. Oh! Der arme Teddy. Ich hab alles verschüttet. Oh, Teddy. Du musst dich ganz dringend waschen. Wir beide müssen uns waschen, mein Guter. Ich zuerst. Und schon bin ich damit fertig. So ist es viel besser. Und jetzt bist du dran, Teddy. So, bitte. Auch schon fertig. Oh, der Kakao ist nicht abgegangen. Trotro, was machst du da? Mama, sieh mal. Teddy hat sein Frühstückskakao umgeworfen. Nein, wirklich? Dein Teddy ist ja vielleicht ungeschickt. Er ist ganz, ganz schmutzig. Wir müssen ihn waschen. Ich stecke ihn gleich in die Waschmaschine. Bitte, Trotro, der gute Teddy ist wieder sauber. Teddy! Du bist ja noch ganz nass. Ich trockne dich ab. Er ist noch nicht trocken. Siehst du, Teddy? Die Sonne scheint. Da wird dir schön warm. Und du trocknest ganz schnell. Halt durch, Teddy. Gleich bist du trocken. Ist aber gut, Teddy. Du riechst schön sauber nach Sonne und nach Wind. Trotro und der Igel. Oh! Ah, schön! Nanu, da ist dir mein Ball! Was? Der hat ja ein Loch? Ein kleiner Igel! Kugel ist verschwunden. Hallo du, willst du mit mir spielen? Dann nicht, geh ich eben weg. Hast du Angst? Willst du nicht mehr spielen? Hallo, Trotro. Habe ich nicht einen hübschen Luftballon? Sei still und stell dich hinter mich, Lilly. Sag mal, was machst du denn hier hinter dem Baum? Ich spiele Versteck mit meinem neuen Freund. Siehst du? Ah.
Ein kleiner Igel. Oh. Ist der niedlich? Oh. Oh. Ein schöner Luftballon. Ah. Oh. Ah. Auwei, der Arme. Oh. Er hat sich versteckt. Mein Luftballon hat ihm Angst gemacht. Hm. Ich habe eine Idee. Komm mit. Wir machen dem Igel ein Geschenk, damit er merkt, dass wir ihn gern haben. Sieh mal, Trotro, das wird sicher sein Papa sein. Oder seine Mama. Oh, schmeckt es dir? Autsch! Oh. Du, Lilly, leihst du mir deinen Handschuh? Bitte, Trotro. Damit können wir sie streicheln und es piekt nicht. Trotro fährt Rollschuh. Rollschuhfahren ist klasse. Ich hab's noch nie versucht. Das Tolle an Rollschuhen ist, dass man die Schuhe nicht anziehen muss. Ich will lieber allein fahren. Hier bin ich auch viel schneller. Komm schon, Lilly, mach es so wie ich. Guck mal her. Hier kommt das Flugzeug von Trotro, dem Helden. Hier kommt die Kaffeekanne von Trotro, dem Helden. Sei vorsichtig, Trotro! Fast wäre ich hingefallen. Rollschuhfahren ist gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das Blöde an Rollschuhen ist, man hat keine Schuhe für den Weg nach Hause. Trotro und der Goldfisch. Noch mehr, wir brauchen noch mehr Wellen. Nein, sieh mal, hör auf, sieh mal. Die
Sie schwimmt aber gut in den Wellen, oder? Oh ja, sie kann gut schwimmen. Sie schwimmt wie eine Ente im Wasser. Oh, ich habe eine Idee. Lassen wir es regnen. Regnen? Wie denn? Na, mit dem Gartenschlauch. Pass doch auf, ich werde ja ganz nass. Aber Toto, du bist schon ganz nass. Jetzt bist du auch ganz nass. Lass das, Toto. Hör auf. Hör auf damit. Guck mal, Lilly. Ich schwimme auch wie eine Ente. Warte, ich komme. Und ich schwimme wie ein Fisch im Wasser. Ich hab doch einen Goldfisch. Vielleicht hat er Lust, mit uns zu schwimmen. Ja. Na, der ist aber niedlich. Ja, und er schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Puh, schwer. Gleich geschafft. Hopp! Aufgepasst, hier kommt Boot und der Goldfisch. Na los, nun schwimmen Sie doch, Herr Goldfisch. Los, Bodo, komm aus deinem Haus. Guck doch mal, wie schnell er schwimmt. Oh. Wo ist er denn bloß hin? Ich glaube, er ist hinter dir. Ha, ja, da ist er. Oh, nein, er schwimmt zu dir, Toto. Wo ist er denn? Nach hinter dir, glaube ich. Also, ich sehe ihn nicht. Er ist verschwunden. Seltsam. Toto, Lilly, jetzt gibt es Eistee. Komm, Lilly, ich hab Durst. Und wurde der Goldfisch? Hä? Vielleicht versteckt er sich unter der Ente. Toll, hast du gesehen? Er schwimmt und fliegt. Er ist ein fliegender Fisch. Aber weißt du, Toto, ich glaube, er fühlt sich wohl in seinem Glas. Na klar, da ist der Goldfisch auch zu Hause. Trotro, der Judo-Meister. Mama, sieh mal, mein toller Judo-Anzug. Der ist aber schön, mein Junge. Du siehst damit wie ein echter Meister aus. Der Judo-Lehrer ist zufrieden mit unserem Jungen. Er sagt, er sei sehr begabt. Ja! Ha! Das freut mich, Trotro. Ich bin ein echter kleiner Judo-Meister. Zuerst mal, nur weil du den Anzug anhast, bist du noch lange kein Meister. Außerdem haben echte Judo-Meister einen farbigen Gürtel. Ja, das stimmt. Und dein Gürtel ist nur weiß. Aber... Mama, Mama! Ja? Welche Farbe hat der Gürtel von einem Judo-Meister? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Farben. Verschiedene? Wie beim Regenbogen? Ja, genau. Frag mal Papa, der müsste es wissen. Papa, Papa, welche Farben hat ein Regenbogen? Ein Regenbogen, das sind rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau und lila. Wozu möchtest du das denn wissen, Trotro? Damit ich ein echter Judo-Meister sein kann. Ich finde, Papas Krawatten sind prima Judo-Gürtel. Blau, rot. Die anderen Farben weiß ich leider nicht mehr. Macht nichts, ich nehme sie alle. Oh, ich werde ein ganz, ganz, ganz starker kleiner Judo-Meister sein. Du holst mich nicht ein, Lilly. Du holst mich nicht ein. Na, Lilly. Du bist
Seht ihr, jetzt bin ich ein ganz super starker Judo-Meister. Ich trage nämlich Gürtel in allen Farben. Ja, aber deinetwegen hat Lilly mich geschnappt. Du bist... Oh! Achtung, Lilly, jetzt muss Toto uns fangen. Du bist... Du fängst mich nicht, Lilly. Oh! Klasse, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin, Toto. Oh, ich auch, ich auch. Ich will auch eine Judo-Meisterin sein. Du kriegst meine Gürtel nicht, Nana. Yippie! Siehst du, Lilly, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin. Das Gürtelspiel macht unheimlichen Spaß. Los, noch ein. Oh? Ja! Hurra! Ja! Na, 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 ich hab mehr Gürtel als ihr. Ich bin der stärkste kleine Judo-Meister von allen. Trotro, der Sackhüpfmeister. Da bist du ja, Trotro. Ich habe beim Sackhüpfen gewonnen. Ich bin der Beste. Ja, mein Liebling, du bist der Beste. Aber nun steig mal aus dem Sack. Nein, das ist mein Glücksbringer. Papa, ich habe beim Sackhüpfen gewonnen. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Trotro, jetzt hör doch mal auf zu hüpfen, sonst fällst du noch hin. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Beste. Na gut, mein Bester. Spiel in deinem Zimmer, bis es Abendessen gibt. Jam, jam, ist gut. Oh. Vorsicht, Trotro. Teddy, ich hab beim Sackhüpfen gewonnen. So, was kann ich denn jetzt spielen? Ah, ich weiß, mit meinem Lastwagen. Oh, oh, ich hab den Sack verloren. Dann eben keine Laster. Ich spiele lieber mit meinem Ball. Autsch, Ball spielen geht auch nicht. Jetzt weiß ich, ich spiele der hüpfende Kartoffelsack. Hopp. Hör dir das an. Es klingt, als würde ein kleiner Elefant nebenan Seilspringen üben. Trotro, pack deinen Sack weg und komm. Das Essen ist fertig. Ich komme. Willst du in deinem Sack essen? Ja, guck mal. Ich sitze. Kann losgehen, Mama. Hier, mein kleiner Hüpfsack. Iss dich satt. Und danach kommst du in die Badewanne. Ja, Mama. Komm in die Wanne, Trotro, sonst wird das Wasser kalt. Bin soweit, schon da. Oh nein, Trotro, es kommt gar nicht in Frage, dass du mit deinem Sack badest. Aber Mama, das ist mein Glücksbringer. Ich kann ihn nicht ausziehen. So wird nicht gebadet, Trotro. Dabei bleibt es. Du willst ihn doch nicht nass machen. Ich habe eine Idee, Mama. Siehst du, Mama? Teddy passt auf meinen tollen Glücksbringer auf. Du willst doch wohl nicht in deinem Sack schlafen, Trotro. Bitte, Mama, darf ich ihn anlassen? Na schön, du darfst darin schlafen, aber nur heute Nacht. Danke, liebe Mama. La 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 la. Trotro und die Schildkröte. Oh! So ein komischer Stein. Klopf, klopf, klopf. Oh! Hey, das ist ja eine Schildkröte.
Lauf doch nicht weg, kleine Schildkröte. Mama, Mama, guck mal, ich habe eine Schildkröte gefunden. Oh, sie hat sich in ihrem Haus verkrochen. Aber weißt du, da ist eine echte Schildkröte drin mit einem Kopf und vier Beinen. Ich glaub dir, mein Trotro. Geh schnell in die Küche und hol ein Salatblatt. Und gib es ihr zu fressen. Hallo, kleine Schildkröte. Komm raus, hab keine Angst. Ich bin dein ganz lieber Trotro. Das schmeckt, was? Warte! Deine Schildkröte läuft nicht sehr schnell, Teddy. Komm! Wir gehen spazieren. Oh. Was machst du da, Trotro? Ich gehe mit meiner Schildkröte spazieren, die ich heute gefunden habe. Ist die hübsch? Aber nicht sehr schnell. Sie trägt ja auch ein Haus auf dem Rücken. Das muss ziemlich anstrengend sein. Ich habe eine Idee. Los, leg sie hinten drauf, Lilly. Ja! Ich habe die schnellste Schildkröte der Welt. Na, macht's dir Spaß? Du fährst viel zu schnell, Trotro. Halt! Oh, die Arme hat sich in ihr Haus verkrochen. Huh, kleine Schildkröte. Klopf, klopf, klopf. Bist du da? Vielleicht weiß Mama, was man da macht. Mama, meine Schildkröte hat sich versteckt. Sie antwortet nicht mehr. Vielleicht ist sie müde und möchte sich ein bisschen ausruhen. Setz sie wieder ins Gras und spiel etwas anderes. Agathe! Agathe, wo bist du? Ah, meine Agathe! Aber das ist meine! Nein, meine. Sie ist mir weggelaufen und ich habe sie den ganzen Vormittag gesucht. Danke, dass du meine Schildkröte wiedergefunden hast. Ich habe eine Schildkröte gefunden! Ich habe eine Schildkröte gefunden, ja! Mama, sie hat mir ein Küsschen gegeben, weil ich ihre Agathe gefunden habe, ja! Trotro lernt tanzen. Oh, aber da ist ja Nana. Hallo, Nana. Sie hat mich nicht einmal bemerkt. Das ist so gemein. Was mache ich, damit sie mich bemerkt? Vielleicht, wenn ich sie angreife, so. Ja, 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 ja. Nein, das würde ihr nicht gefallen. Und ich möchte Nana nicht zum Weinen bringen. Ich frage Papa. Er weiß, wie es geht. Er hat geschafft, dass Mama ihn bemerkt. Papa, Papa, Papa. Hm? Papa. Na, mein Trotro, was willst du? Wie hast du es geschafft, dass Mama dich mag? Naja, ich, hab sie zum Tanzen aufgefordert. Zum Tanzen? Toll! Super Idee! Aber ich kann ja gar nicht tanzen. Papa, bringst du mir bitte bei, wie man tanzt? Ja, gern, Trotro. Pass gut auf. Mach's genau wie ich mit deinen Füßen. Oh, oh. Sehr gut, Trotro. Du kannst es schon. Ich hab's gelernt. Ich kann schon tanzen. Danke, Papa. Wohin läufst du denn so schnell? Zum Sandkasten. Ich will Nana zum Tanz auffordern, damit sie mich gern hat. Das ist schön, aber kannst du denn tanzen? Nein, naja, doch. Warte, ich zeig's dir. Siehst du, es ist gar nicht schwer, Trotro. Du klatschst und du drehst dich. Ich klatsche und ich drehe mich. Ich klatsche und ich drehe mich. Ich klatsche und ich drehe mich. Oh, oh weia, der Garten dreht sich. Jetzt kannst du es, Trotro. Geh Nana auffordern. Danke, Mama. Bis später.
Nana. Hallo, Toto. Nana, darf ich dich zum Tanz auffordern? Tanzen? Aber gern, Toto. Also tanze ich jetzt wie mein Papa oder wie meine Mama? Ich weiß, ich tanze wie beide auf einmal. Das wird sogar noch besser. Na sag mal, was machst du denn da? Du bist wirklich zu lustig, Trotro. Tanzen hilft echt gut, wenn man bemerkt werden will. Trotro ist schlecht gelaunt. Musst du mich schon wecken, du Vogel? Du bist gemein! Mama! 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 Guten Morgen, Trotro. Na, gut geschlafen? Wo ist Mama? Mama ist zur Arbeit gegangen. Zieh dich schnell an und komm frühstücken, Trotro. Teddy, wo bist du? Papa, Papa, Teddy ist verschwunden. Such unter deiner Decke. Warum hast du dich versteckt, du Böser? So, das ist die Strafe. Du blöde Socke. Machst du den Kakao auch wie Mama? Keine Sorge. Sie hat mir erklärt, wie man ihn macht. Trink mal, Trotro. Aua! Meine Tasse ist viel zu heiß. Du musst pusten, dann kühlt es ab. Nein, ich gehe lieber spielen, bis er kalt ist. Mein Turm! Papa! Papa! Er ist eingestürzt. Komm her, mein Kleiner. Weißt du, warum dein Turm eingestürzt ist? Weil er von einem ganz müden kleinen Eselchen gebaut wurde, das nicht lange genug geschlafen hat. Hörst du, Teddy? Der kleine Vogel singt aber schön. Die freche Socke passt ja gar nicht zu der anderen. Wo hast du dich versteckt, kleine Socke? Haha, da ist sie ja. Kuckuck, mein Papilein. Ich geh meinen Kakao trinken. Papas Kakao schmeckt ganz besonders gut. Sogar wenn er kalt ist. Na, mein Trotro, bist du jetzt nicht mehr so schlecht gelaunt? Nein. Und gleich siehst du einen super klasse Turm, gebaut von einem Trotro, der ausgeschlafen hat. Trotros Geschenk für Nana. Brumm, brumm. Trotro, hier ist ein Brief für dich. Ein Brief? Für mich? Klasse, ein Brief für mich. Wo ist er? Wo ist der Brief für mich? Da, auf dem Tisch, mein Trotro. Der ist ja groß. Oh, so eine schöne Karte. Schnell, Papa, was steht da drin? Trotro, du bist eingeladen, mit uns meinen Geburtstag zu feiern. Deine Nana. Oh ja, das ja, ist ja wunderbar, juhu. Trotro. Das ist eine Einladung von Nana. Toll, Mama, Nana hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ja, das habe ich gehört, mein Kleiner. Schnell, ich brauche ein Geschenk.
der Kiste finde ich sicher ein schönes Geschenk. Das Auto? Nein. Ein Tuschkasten? Nein. Ein Eimerchen? Nein. Ah, das! Auch nicht. Ah, das ist gut. Mein altes, schönes Kuscheltuch. Guck mal, Mama, ich habe mein Geburtstagsgeschenk für Nana gefunden. Trotro, du schenkst dir doch kein altes Kuscheltuch. Warum denn nicht? Es ist schön warm und kuschelig. Ja, mein Kleiner, aber Nana hat bestimmt ein eigenes Kuscheltuch. Warum bist du so traurig, mein Kleiner? Mama will nicht, dass ich Nana mein Kuscheltuch schenke. Da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Weißt du, Trotro, die meisten Mädchen haben Blumen sehr gern. Du kannst dir doch eine hübsche Kette aus Blumen machen. Ich zeig dir, wie das geht. So, pass mal auf. Du pflückst viele Gänseblümchen mit einem schönen, langen Stiel. Danke, Trotro. Und nun knoten wir sie immer an ihren Stielen zusammen. So kriegen wir eine schöne, lange Kette. Na, bist du soweit? Kann ich so gehen, Mama? Oh, du siehst hervorragend aus, Trotro. Hier, das ist mein Geschenk für Nana. Danke, Mama. Ah, da ist Trotro. Hier, herzlichen Glückwunsch, Nana. Oh, danke. Und das hier habe ich für dich gemacht. Oh, ist das süß. Ich liebe Gänseblümchen. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Danke, Trotro. Komm, gehen wir spielen. Lilly ist auch schon da. Sie hat mir ein Küsschen gegeben. Na komm. Trotros neuer Drachen. Ah, die Post. Guten Tag. Hier ist ein Päckchen für Trotro. Ein Päckchen für mich? Schnell, Mama, gib her. Es ist von Omi. Ich frage mich, was da drin ist. Oh, Mama, ein Drachen. So einen habe ich mir doch gewünscht. Omi ist die Beste, sie hat es erraten. Na los, fliege, mein kleiner Drachen. Was ist? Warum fliegst du denn nicht? Papa, mein Drachen will gar nicht fliegen. Hast du versucht, ihn in den Wind zu werfen? Meinst du denn wirklich, der Drachen braucht Wind zum Fliegen? Aber ja, ohne Wind geht's nicht. Na komm, ich zeig's dir. Und auf geht's! Lauf, Trotro, lauf! Und zieh an der Schnur! Ja! Ja, fliege, mein kleiner Drachen, fliege! Wenn du an der Schnur ziehst, bewegt er sich. Aber wenn du siehst, dass er runterfallen will, lauf ein Stück, damit er in der Luft bleibt. Verstanden? Ja, ja. Schnell, lauf! Und lass bloß nicht die Schnur los! Einmal hin, ja, einmal her. Oh, Trotro, hast du einen schönen Drachen? Ja, ist der nicht toll? Den hat mir meine Omi geschickt. Oh, oh, er ist runtergefallen. Ist nicht so schlimm. Hier, Lilly, du läufst gegen den Wind und wenn ich es dir sage, dann lässt du ihn los, okay? Lauf, Lilly! Lass los! Gut! Yippie! Ja! Bravo, kleiner Drachen! Oh! Oh! Das ist zu hoch. Ich geh Papa holen. Schnell, schnell, Papa! Klasse! Bravo, Papa! Danke, Papa! Lassen wir ihn wieder steigen? Es weht kein Wind mehr, Trotro. Geh erst mal mit Lilly ins Haus und spiel etwas anderes. Ihr
Ja, kein Problem. Warte kurz, ich gebe dir Trotro. Hier, deine liebe Omi möchte dich sprechen. Hallo, Omi. Danke für den schönen Drachen. Der ist super klasse. Aber das nächste Mal, Omilein, schick mir doch bitte gleich etwas Wind mit. Jetzt nicht, Trotro. Boing, boing. Ich spiele zu gerne Ball, das ist lustig. Und außerdem kann ich echt gut dribbeln. Was willst du denn, Trotro? Willst du mit mir Ball spielen? Ich habe noch so viel zu tun. Tut mir leid, jetzt nicht. Och, schade. Aber warum fragst du denn nicht Papa? Ja! Tor! Ein guter Schuss, Trotro. Danke, Papa. Du, spielst du mit mir Fußball? Nein, jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Dann kann ich dir helfen, Papa. Ja, gern. Sehr gute Idee. Lädst du die Blätter in die Schubkarre? Oh. Gut, dann fahr doch so lange Fahrrad, während ich die Blätter zusammenhacke. Eins und zwei. Hä? Drei, vier, fünf, sieben, neun. Hallo, Lilly. Spielst du vielleicht mit mir? Nein, zwölf. Hä? Nein, jetzt nicht. Ich habe mir vorgenommen, bis 100 zu zählen. Weißt du? 12, 8, 14, 16. 100? Das dauert ja so lange. Ich sag doch jetzt nicht. 18, 17, 14, 13, 32, puh, 12. Jetzt 10, nicht, 18, jetzt 20, nicht. 20. Ich will jetzt aber mit jemandem spielen. Zum Glück hast du immer Zeit für mich, mein Teddylein. Danke. Es war einmal in Afrika eine Giraffe und ihr Freund das Zebra. Am allerliebsten spielten die beiden Fußball. Doch eines Tages rollte der Ball zu einem kleinen Häschen, das im Gras versteckt war. Ah. Was ist? Ich habe zu Ende gezählt. Kommst du raus spielen? Nein, jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Oh. Da gab das Häschen dem Fußball einen mächtigen Tritt. Trotro. Oh? Psst. Oh. Wollen wir nicht alle zusammen ein bisschen mit dem Ball spielen? Ja. Seht ihr denn gar nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein, jetzt nicht. Trotro und das Zelt. Jetzt mein Zelt. Trotros eigenes kleines Zelt. Ich ziehe sofort ein und Teddy bringe ich auch mit. La 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 la. Wir haben es gemütlich in unserem Zelt, nicht Teddy? Super klasse. Bist du da, Trotro? Ja, wie findest du mein Zelt, Lilly?
Es ist sehr schön. Es muss Spaß machen, da drin zu spielen. Darf ich reinkommen? Oh, das geht nicht. Das Zelt ist viel zu klein für zwei. Ich meine für drei. Macht nichts. Ich suche mir ein eigenes Zelt. Ich habe ein großes Zelt gefunden. Hallo, Nachbar! Hallo, Nachbarin! Du hast ein schönes Zelt, Lilly, aber meins ist noch besser. Bei uns ist es zwar kleiner, aber gemütlich. Stimmt's, Teddy? Oh, Teddy, wo bist du? Autsch! Mein schönes Zelt ist eingestürzt. Dann komm doch her in meins. Hier drin ist viel mehr Platz. Ich hab ne Idee. Komm mal her, hilf mir mal. Gerne. Siehst du, Lilly? So ist unser Zelt noch viel schöner. Bravo, Trotro. Guck mal. Wir haben sogar einen Eingang. Oh. Teddy kommt auch zu uns. Das ist das schöne Zelt von uns allen dreien. Trotros Orchester. Was ist das, Papa? Ich habe den Dachboden ausgemistet. Das kommt alles weg. Ich sehe da etwas. Oh, mein Entchen! Damit habe ich gespielt, als ich klein war. Du musst aber erst mal gewaschen werden. Jetzt bist du ein sauberes Entchen. Komm, wir gehen draußen spielen. Und rolle, rolle, quack, quack. Ich habe eine Idee. Quack, quack. Quack, quack, quack. Na sowas. Was quackt denn da in meinem Garten? Mama fällt drauf rein. Sie glaubt, das ist eine richtige Ente. Da besucht mich ja eine kleine freche Ente. Sag mal, wo kommst du denn her, Quaki? Quak, quak, quak. Quak, quak. Oh, ich finde, unser Schloss ist besonders schön. Quak, 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 quak. Quak, quak, quak. Aha, quak, quak. Bist du eine Ente, Trotro? Quak, quak. Kannst du nicht mehr sprechen? Quak, quak. Und ich mache dazu. Haha! Quack, quack! Hey, wir machen Musik! Passt mal auf! Oh ja! Ha ha ha!
Trotros Trillerpfeife. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Trotro. Ich hab Hunger. Also, worauf habe ich heute Morgen Lust? Auf Knuspermüsli. Oh, guck mal, Papa, ein Geschenk. Hm? Eine Trillerpfeife. Hä? Was ist das? Meine Pfeife. Trotro, tu mir den Gefallen. Iss erst dein Frühstück auf. Dann kannst du draußen nach Herzenslust pfeifen. Ist gut, Papa. Achtung, der Zug fährt jetzt ab. Zugspielen ist ganz schön anstrengend. Oh, ein Vogel. Dem antworte ich. Oh nein, lieber Vogel. Nun flieg doch nicht weg. Na dann eben nicht. Der Zug fährt wieder ab. Hey, da sind ja Lilly und Nana auf dem Fahrrad. Anhalten, die Damen. Ich bin Trotro, der neue Verkehrspolizist. Weiterfahren. Stopp. Hey, ich will aber auch weiterfahren. Ich bin der Polizist. Ich entscheide, wann. Weiterfahren. Trotro, wollen wir alle zusammen etwas spielen? Ja, gern. Ich weiß ein neues, tolles Spiel. 1, 2, 3, pfiff. 1, 2, 3. Oh nein. Du hast verloren, Lilly. Weiter geht's, Nana. 1, 2. Ich hab dich berührt. Gewonnen. Gut, Nana. Spielen wir nochmal. Gern, Trotro. Und weil ich gewonnen habe, darf ich jetzt auch einmal pfeifen. Nein, das ist meine Pfeife und ich pfeife. Wenn du uns deine Trillerpfeife nicht borgst, dann gehen wir eben. Wartet doch. Ihr könnt um die Wette laufen und ich gebe euch mit meiner Pfeife ein Signal. Gut, Trotro. Aufgepasst. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das nächste Mal borge ich euch ja meine Trillerpfeife. Trotro tauscht Schätze. Nanu? Was sucht ihr denn da? Ich habe eine Murmel gefunden. Vielleicht finden wir noch eine. Eine Murmel? Oh, kriege ich die? Nein, das ist meine. Ich habe sie gefunden. Wir tauschen. Dafür gebe ich dir einfach was anderes aus meiner Schatztruhe. Hä? Ich hol mal schnell meine. Zeigst du mir, was du in deiner Schatztruhe hast, Trotro? Ja, gut. Diese schöne Feder habe ich selbst gefunden. Die ist ja schön. Und das ist ein kleines Pferd. Oh. Und hier haben wir eine Muschel. Die habe ich am Strand gefunden, als wir in den Ferien am Meer waren. Und hier sind noch 3 Kastanien. Meine Trillerpfeife. Und das ist eine Froschkerze, die man auf den Tisch stellen kann. Oh. Und das ist eine Seife, die nach Blumen duftet. Die riecht gut. Oh, schenkst du sie mir bitte, Trotro? Ich liebe alles, was gut riecht. Nein, gib her, Nana. Die gehört mir. Hier, Lilly. Ich gebe dir meine 3 Kastanien für die Murmel. Deine Kastanien sind alt und verschrumpelt. Nein, ich möchte lieber deine lustige Kerze haben. Meine Froschkerze gegen eine Murmel? Nein, das ist nicht genug. Warte, ich weiß, was ich dir noch dazugebe. Und ich? Ich sehe mal nach, was ich dir für deine süße Blumenseife geben kann. Warte. Ach, ich weiß, ich gebe dir das. Was soll denn das sein? Ein
eine Haarspange. Aber du kannst sie dir auch aufs Ohr stecken, siehst du? Die steht dir wirklich gut, Toto. Ach, findest du? Mhm. Also gut, Nana. Hier. Und hopp, meine schöne kleine Seife. Willst du auch meine anderen Schätze sehen, Toto? Ein Schlüsselanhänger mit einem blauen Häschen dran. Eine Bürste, um sich zu frisieren. Ein Spiegel mit einem Herzchen drauf. Ich tausche dir meinen hübschen Spiegel gegen deine Froschkerze ein, ja? Nein, Nana. Die wollte ich haben, die lustige Kerze. Ich hab sie zuerst gesehen. Stimmt doch, Totro. Hört endlich auf. Ihr macht doch meinen Frosch kaputt. Das stimmt, Nana. Lilly wollte sie vor dir haben. Hier, ich geb dir die Murmel. Und das auch noch. Oh, ein tolles gelbes Auto. Oh. Bist du damit einverstanden, wenn ich dir meinen schönen Herzspiegel gegen deine Muschel tausche, Totro? Bumm, bumm. Ist gut, Nana. Brumm, quack, brumm, quack, brumm, quack, quack, brumm, quack, quack, quack. Also Schätze tauschen ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wenn Totro einmal groß ist. Ah! Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich Häuser bauen. Bitte, mein Haus ist fertig! Badabum! Und wenn ich einmal groß bin, dann werde ich eine berühmte Eiskunstläuferin. Und ich werde ein Spitzenfußballer. Totro, im Haus wird nicht Fußball gespielt. Ja, Mama. Warum spielt ihr nicht draußen? Nana wartet auf euch. Komm, Lilly. Nana, wir spielen, dass wir groß sind. Wir spielen Piloten im Flugzeug. Brumm. Brumm. Spielst du mit? Oh ja! Brumm. 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 Wenn man ein richtiger Pilot sein will, muss man natürlich auch Fallschirm springen können. Und hopp, ich springe! Ich springe auch! Hui! Hopp, ich fliege! Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein Dschungelforscher und überquere eine sehr gefährliche Brücke. Passt gut auf, da unten sind Krokodile. Moment gerettet. Danke, Toto. Die Forscher schlagen sich weiter durch den Dschungel. Vorsicht, ein Löwe! Wir werden von einem Löwen verfolgt. Schnell weg! Juhu! Gerettet, jetzt bist du dran, Lilly. Fang! Juhu! Schnell, Nana, gleich hat dich der Löwe. Hopp! Ja, klasse, toll, Nana, klasse! Totro, Lilly, Nana, essen! Jetzt spielen wir, dass wir große, hungrige Monster sind und alles auffressen. Totro und der Blumenstrauß. Papa kommt vom Markt nach Hause. Hallo, Papa. Hallo, Totro. Ich trag den Korb, ich trag den Korb. Aber nein, Totro. Der Korb ist doch viel zu schwer für dich. Allerdings, ich glaube, du kannst das hier tragen.
Danke, Papa. Keine Süßigkeiten vor dem Mittagessen. Hier, der ist für dich. Oh, vielen Dank. Und wie die riechen. Das ist aber lieb von dir. Oh, Mama freut sich ganz doll. Hopp. Ich habe eine Idee. Wenn ich Nana einen Blumenstrauß schenke, freut sie sich bestimmt genauso darüber wie Mama. So, also ich muss unbedingt ein paar hübsche Blumen für Nana finden. Da ist ja eine. Kleine Blume, du bist die erste für meinen schönen Strauß. Und du riechst so gut. Ja, ein schöner Klatschmond für meinen Strauß. Oh, so ein schönes Blatt. Komm her, du musst auch in meinen Strauß. Ach, Lilly hat ihre Schippe vergessen. Die ist auch hübsch, die tue ich auch in meinen Strauß. Ah. Was könnte ich denn noch in den Blumenstrauß für Nana reintun? Das! Passt gut, die kleine Bürste. Der Staubwedel. Ich weiß genau, was mein Blumenstrauß noch viel, viel hübscher machen wird. Tut mir leid, Teddy, aber das wird ein Geschenk für Nana. Siehst du, der schönste Blumenstrauß der Welt. Oh, ich muss ihn zusammenbinden. Mal sehen, was ich im Schrank finde. Nein, der Schal ist zu dick. Nein, das auch nicht. Nein. Nein. Ach hier, die Farbe ist schön. Fertig. Nana wird sich vielleicht freuen. Hallo Nana. Hallo Toto. Was versteckst du denn da hinter deinem Rücken? Hier, Nana, der ist für dich. Für mich? So ein wunderschöner Blumenstrauß? Ich werde ihn mein Leben lang behalten. Danke, Toto. Willst du den tollen Lutscher da auch dein Leben lang behalten? Mama schläft noch. Mach nicht so viel Lärm, Trotro. Oh. Gut, also, jetzt spielst du etwas ganz Leises in deinem Zimmer, ja? Ja, Papa. Etwas Leises. Keine Trommel. Kein Fußball. Rollschuhe auch nicht. Alles, was Spaß macht, macht Lärm. Ah! Das ist ein leises Spiel. Tschu, 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 der kleine Zug. Tschu, 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 ah. Oh. Sch, Trotro, du weißt doch, dass Mama heute mal ausschlafen will. Ist das zu laut? Ja. Oh. Im Schritt. Und wie? Alles, was Spaß macht, macht Lärm. Ich kann hier schlafen spielen. Das ist leise.
aber langweilig. Das macht keinen Lärm. Ich bin ein Monster! Oh, hast du mich erschreckt, Trotro? Psst, Papa, ganz leise, sonst wächst du noch Mama auf. Trotro spielt Baby. Wumm, 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 wumm. Wumm, 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 wumm. Wumm, so Teddy, jetzt steckst du in einen superschnellen Rennwagen. Wumm, nee. Sag mal, Trotro, du könntest deine Spielsachen eigentlich auch mal wegräumen. Also... Aber ich kann leider nicht aufräumen. Ach so, aber warum denn nicht? Na, weil ich noch zu klein bin. Ich bin ein Baby. Wirklich? Ich finde dich schon recht groß für ein Baby. Was braucht denn ein Baby? Nein, ich brauche unbedingt... Ah, eine alte Babynuckelflasche. Und einen Babyschnuller. Hurra, ein Babykuscheltuch. Um ein richtiges Baby zu sein, fehlt mir nur noch das hier. Und zieh. Nämlich den alten Baby-Buggy. So dumm, dass Babys im Kinderwagen noch nicht mit ins Kino gehen dürfen. Wirklich sehr traurig. Wie bitte ins Kino? Oh, du hast ja recht. Ist das schade. Wir wollten doch heute Nachmittag alle zusammen einen Cowboy-Film sehen. Ein Cowboy-Film? Das macht doch nichts. Wir spielen lieber in der Buddelkiste. Das ist doch besser. Ja, in der Buddelkiste fühlen sich Babys wohler. Oh? Na sag mal, was machst du denn da, Trotro? Na, ich bin gewachsen. Guckt mal, ich bin schon riesengroß. Ich bin kein Baby mehr. Ich bin Trotro, der größte Cowboy des Wilden Westens. Trotro kann alles allein. Nein, nein, nein. Mamas Kuchen für den Muttertag backe ich allein. Na schön, Trotro. Falls du mich vielleicht doch brauchst, bin ich nebenan. Nein, nein, ich kann das ganz allein. Man nehme einen Joghurt und einen Becher Mehl. Zwei Becher. Oh, es kommt nichts raus. Und nun wird alles gut durchgerührt. Rühre, rühre. Und nun noch etwas Öl.
Ich kann das Rezept auswendig. Jetzt fehlt nur noch Zucker. Papa! Papa? Ja, Trotro? Ich brauche den Zucker, der da oben steht. Holst du ihn mir bitte? Soll ich ihn in den Topf schütten? Nein, das kann ich selber. Und ein Ei. Oh! Ui, Pech, runtergefallen. Schon wieder ging's daneben. Sieh an, ein nettes Ei, das in der Schüssel landet. Rühre und rühre. Und hopp, ab in die Form. Papa, mein Kuchen ist fertig. Aber ich stelle den Ofen an. Ja, und ich beobachte den Kuchen, während er bäckt. Das dauert eine halbe Stunde, Trotro. Dann haben wir ja Zeit, einen schönen Rosenstrauß für Mama zu pflücken. Au, das tut weh. Tja, sie pieksen. Rosen haben Dornen. Dann ist es besser, wenn du sie pflückst. Aber ich schenke Mama den Strauß ganz allein. Papa, der Kuchen ist fertig. Bitte hol ihn raus. Der Ofen ist ganz heiß. Das ist gefährlich. Wie der duftet. Mama wird sich freuen. Wenn Mama sich richtig freuen soll, dann muss aber die Küche aufgeräumt werden. Aber das schaffe ich nicht ganz allein. Hallo, ich bin zurück. Hier, für dich, Mama. Oh, so ein schöner Blumenstrauß. Vielen Dank, mein Kleiner. Komm, Mama, in der Küche wartet eine Überraschung. Den habe ich ganz allein gebacken. Oh, ein toller Kuchen. Vielen Dank, mein Trotro. Und die Küche ist so schön sauber. Die hat Papa ganz allein aufgeräumt. Danke, Papa. Hm. Und den leckeren Kuchen probieren kann ich auch ganz allein. Trotro macht alles mit den Füßen. Hab ich gut geschlafen? Guten Morgen, kleine Füße. Mit seinen Füßen zu spielen ist lustig. Man kann ganz viel damit machen. Ich mache heute alles nur mit meinen beiden Füßen. Darf ich vorstellen? Teddy, der große Akrobat. Er wird uns jetzt eine Pirouette vorführen. Sehr gut, Teddy. Und nun folgt ein doppelter Salto. Großartig, Teddy. Ich glaube, du bist bereit für die Dreifachspirale. Ja, bravo, Teddy. Toll gemacht. Bitte sehr. Teddys großer Auftritt ist damit zu Ende. Bravo. Willkommen in dem Land, wo alles nur mit den Füßen gemacht wird. Und nun, Teddy, male ich ein Porträt von dir mit meinen Füßen. Ah, das bist du, Teddy. Oh, das Zimmer muss wirklich ein bisschen aufgeräumt werden, findest du nicht? Und ab in die Garage! Dieses Buch ist sehr spannend. Nur habe ich leider gerade keine Zeit, es zu lesen. Und aufgeräumt! Der Ball gehört doch in die Spielzeugkiste. Ja, beim ersten Versuch. Ich bin ein super-duper Spitzenfußballer. Was könnte ich denn noch mit meinen Füßen machen? Bitte, Trotro. Hier hast du dein Glas Milch. Danke. Guck mal, Mama, heute mache ich alles mit meinen Füßen. Ich werde trinken und mein Glas mit den Füßen festhalten. Ist doch toll, was? Trotro, ich glaube, das geht nicht gut. Pass bitte auf. Oh. Siehst du, ich hatte dich gewarnt. Keine Sorge, Mama, ich mache es gleich sauber.
Na toll. Auch kleine Pannen macht man mit den Füßen wieder gut. Trotro will Bonbons. Mama, bitte. Kriege ich ein paar Bonbons? Aber Trotro, hörst du nicht deine kleinen Zähne schreien? Bitte nicht, nein, nur keine Bonbons. Vielleicht, aber mein kleiner Bauch sagt, Bonbons schmecken gut. Na schön, einen gebe ich dir. Yippie! Den hier? Nein, lieber den gelben. Nein, den allergrößten. Danke, Mama. Yum, yum, ich liebe Bonbons. Aber sie sind so schnell weg. Na, zum Glück weiß ich jetzt, wo das Versteck ist. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Aber diesmal, da kann ich mir auch zwei nehmen. Ich habe eine Idee. Ich werde gleich einen in jeder Farbe probieren. Dann weiß ich, welchen ich davon am liebsten mag. Die mit Erdbeergeschmack sind toll. Die mit Zitrone schmecken auch gut. Ich finde sie alle unglaublich lecker. Trotro, Lilly wartet draußen auf dich. Ich komme. Hallo, Lilly. Hallo, Trotro. Oh. Sieh mal einer an. Oh, so ein frecher kleiner Vielfraß. Ich habe eine Überraschung für dich, Lilly. Hier. Oh, danke schön, Trotro. Ich liebe Bonbons. Spielen wir Fang? Du bist. Komm essen, Trotro. Ich glaube, ich habe keinen großen Hunger. Es gibt leckeren Spinat. Der riecht gut. Es gibt Spinat? Ich habe Bauchschmerzen. Ach ja, vielleicht ist es dein kleiner, frecher Bauch, der dir sagt, dass du zu viel Bonbons genascht hast. Ich glaube eher, dass mein kleiner Bauch mir sagen möchte, dass er Spinat gar nicht mag. Trotro fährt in die Ferien. Aufwachen, Trotro. Wir fahren heute in die Sommerferien ans Meer. Nein, ich bin noch so müde. Ich muss noch den Koffer packen und du packst bitte deinen Rucksack. Und wenn du richtig wach bist, suchst du die Spielsachen aus, die du mitnehmen willst? Ich nehme alle mit. Das geht leider nicht, mein Trotro. Nimm nur die Spielsachen mit, die in den Rucksack passen. Steh auf, Teddy. Wir verreisen heute. Du wirst bald sehen. Das Meer ist ganz groß und blau. Ein bisschen kalt und mit riesen Wellen. Da ist überall Sand und der ist ganz weich an den Füßen. Wenn wir am Strand sind, dann baue ich dir ein Schwimmbecken, in dem du baden kannst. Und ich werde Mama fragen, ob sie mir ein Netz kauft, mit dem man leckere Krabben fangen kann. Ich mag gerne Krabben. Na komm, wir suchen mein Spielzeug aus. Musik.
Ich will eine Sandburg bauen. Dazu brauche ich meine Schippe. Und mein Eimer und meine Hake. Mein Gummientchen. Weißt du, Teddy, vielleicht möchte es auch gern mal im Meer schwimmen. Das ist lustiger als in der Badewanne. Mein Flugzeug kommt auch in den Rucksack. Und meine Lokomotive. Fertig, das war's. Fehlen nur noch meine kleinen Blechautos. Brumm, brumm. Oh, der Rucksack ist ja voll. Meine Schwimmflügel. Ohne meine Schwimmflügel kann ich nicht schwimmen. Ich muss etwas rausnehmen. Meine Schwimmflügel sind da. Ich habe sie gefunden. Wie soll ich denn nur alles mitnehmen? Ich brauche doch meine Autos, wenn ich Straßen im Sand bauen will. Ich habe eine Idee. Mama hat ihn doch bestimmt hier ins Regal geräumt. Ah, ich habe ihn gefunden. Teddy, du wirst die kleinen Blechautos tragen. So, bitte, Teddy. Dein Rucksack. Und, bist du fertig, Trotro? Ich habe alles, was ich brauche, in meinen Rucksack reingekriegt. Guck mal, Mama. Das ist ja toll, Trotro. Alle Spielsachen? Ja, und Teddy hat auch einen Rucksack, genau wie ich. Wenn wir in die Ferien fahren, trägt Teddy einen kleinen Rucksack, genau wie Trotro. Trotro und das Vogelhäuschen. Oh. Der arme kleine Vogel. Papa, der kleine Vogel hat Hunger und ihm ist kalt, weil seine Füße im Schnee sind. Er müsste ein Häuschen kriegen und auch etwas zu fressen. Ein Vogelhaus? Ich glaube, wir haben noch eins auf dem Dachboden. Oh, Papa, bitte hol es ganz schnell. Ich mach so lange Brotkrümel. Frisch angemalt wird es ein wunderschönes kleines Vogelhaus. Lieber kleiner Vogel, ich male nur noch das Dach an. Ich bin fast fertig. Also, jetzt gib mir mal dein Häuschen, Trotro. Ich hänge es an den Ast. Huhu, Vögelchen, euer Vogelrestaurant öffnet gleich. Trotro, es hängt. Schnell, Papa, wir streuen die Krümel drauf. So, und wenn du nun die Vögel beobachten willst, dann müssen wir uns verstecken. Wo bleiben sie, Papa? Da kommt einer. Was? Die Dummvögel streiten sich. Hört auf, das geht nicht. Ihr dürft euch nicht darum streiten, sonst lege ich euch keine Krümel mehr hin. Kommt zurück. Siehst du, jetzt sind sie nämlich schon brav. Sie haben mich verstanden. Sie werden nie mehr Hunger haben. Mhm. Ich bin Trotro, der Freund aller Vögel.
Trotro, der kleine Gärtner. Was machst du denn da, Trotro? Die Lehrerin hat uns ein Tütchen Blumensamen zum Säen geschenkt. Dazu brauchst du einen Topf und Erde. Sehr gute Idee, Papa. Ich hol mir schnell alles aus dem Garten. Wenn man eine Blume wachsen lassen will, braucht man einen kleinen Blumentopf. Und Erde, aber nicht zu viel. Man tut die Samen in den Topf, dann drückt man sie fest. Dann bedeckt man sie, damit ihnen schon warm wird, so. Danach gießt man Wasser drauf. Puh, ist das schwer. Wer will Wasser, gutes Wasser? Das war's, jetzt werden die kleinen Samen schnell wachsen. Kommt, schön wachsen, kleine Blumen. Ich sehe euch dabei zu. Nun seid doch nicht so schüchtern, ihr Kleinen. Wollt ihr nicht endlich mal wachsen? Nun beeilt euch doch. Papa, ich habe die drei kleinen Samen eingepflanzt, aber es passiert gar nichts. Sie wollen nicht wachsen. Das ist normal, Trotro. Ach ja, warum denn? Ich werde es dir erklären. Warte. Weißt du, wer das da auf dem Foto ist? Ein Freund von mir? Nein, Trotro, das bin ich, als ich noch klein war. Als du noch klein warst? Ich bin nicht immer so groß gewesen, wie ich es heute bin. Ach nein? Oh nein, man braucht viel Zeit, um zu wachsen. Genau wie die kleinen Samen, die du heute gesät hast. Hab etwas Geduld, Trotro. Aha, ich glaube, ich hab verstanden. Bis bald, kleine Samen. Ihr braucht Zeit, um groß zu werden. Trotro erntet Gemüse. Hier, Trotro, du gehst jetzt rüber in den Garten und holst uns Gemüse. Oh ja, das mache ich gerne. Du holst uns für die Suppe eine Kartoffel, zwei Stangen Lauch und drei Mohrrüben. Kannst du dir das merken? Ja. Eins, zwei, drei, ich gehe in den Garten. Vier, fünf, sechs, Gemüse hole ich. Sieben, acht, neun, mit meinem neuen Korb. Guten Tag, liebes Gemüse. Ich sollte Mama was für die Suppe holen. Da sind ja die Mohrrüben. Ah, die sitzen ja fest. Ah, warum willst du denn nicht rauskommen, kleine Mohrrübe? Wie schaffst du das nur so orange zu sein, obwohl du unter der Erde wächst? Nummer eins. Die zwei. Die drei. Na los, noch ein paar. Das macht solchen Spaß. Lauchstangen sind lustig. Die haben so einen komischen weißen Bart unten dran. Die Wurzeln sehen ja aus wie der Bart vom Weihnachtsmann. Na, wart ihr auch alle schön brav, liebe Kinderchen?
ich ziehe noch zwei Lauchstangen raus. Dann habe ich die Haare vom Weihnachtsmann. Kartoffeln ausgraben ist immer sehr spannend. Na, du bist ja eine kleine. Vielleicht finde ich da drüben eine große. Ah. Na, du kleiner Vielfraß, schmeckt dir der Kopfsalat aus meinem Garten? Das war's. Ich habe alles gesammelt, was Mama für die Suppe braucht. Yum, yum. So eine schöne rot-gelbe Birne. Du bist für Trotro. Hm. Hier, Mama. Aber Trotro, das ist ja mehr Gemüse, als ich für die Suppe brauche. Ja, ich weiß, aber so kannst du mehr Suppe kochen. Ich esse sehr gern Suppe. Trotro badet. Und Schuss. Und Schuss. Hast du das gesehen, Teddy? Aber wo bist du, mein kleiner Teddy? Ah, habe ich dich endlich gefunden. Du bist ja ganz schmutzig. Na komm, ich lass dir ein Bad ein. Bitte sehr, Teddy. Dein Bad ist fertig. Hab keine Angst. Du wirst wieder ganz sauber. Du bist ein toller Taucher, Teddy. Bravo, Teddy. Du bist ein Ass im Schwimmen. Ich will jetzt auch gern ein Bad nehmen. Mama, lässt du mir Wasser in die Badewanne? Ja, gleich. Wenn ich diese Arbeit fertig habe. Spiel so lange noch ein bisschen, Trotro. Mama braucht aber lange, um das fertig zu machen. Ich habe eine Idee. Während ich auf Mama warte, hole ich schon mal mein Gummientchen. Das soll dann im Badewasser schwimmen. Die gelbe Ente muss mit in die Wanne. Ich könnte ja auch gleich noch mein Segelboot holen. Das wird lustig, wenn mein kleines Segelboot auf dem Wasser schwimmt. In der Badewanne ist aber noch viel Platz für Spielsachen. Ich hole auch gleich noch meinen Ball. Ein bunter Ball, wie am Strand. Ich bring auch noch meinen Eimer und meine Hake her. So, bitte. Jetzt fehlt nur noch meine rote Gießkanne. Ich hole sie sofort. Ich habe auch noch ganz viele Tiere gefunden, die in der Wanne spielen können. Was fehlt mir jetzt noch? Jetzt fehlst nur noch du, Teddy. Na, Trotro, möchtest du jetzt dein Bad nehmen? Ja, Mama, ich habe alles vorbereitet. Aber du hast ja gar keinen Platz mehr für das Wasser. Das macht nichts, Mama. Dann nehme ich eben ein Spielzeugbad. Du Schlingel. Lustig, nicht? Trotro rettet einen Vogel. Da kommt Super Trotro und schießt einen Pass. Ja, und schon wieder ist der tolle Trotro am Ball. Klasse!
Bravo, Trotro! Und jetzt kommt dein Tor! Oh? Hä? Das ist ja ein Vogelbaby. Du bist ja süß. Wo sind denn deine Eltern? Du kannst nicht allein bleiben. Du bist noch zu klein. Du kannst ja noch nicht mal fliegen. Aber hab keine Angst. Ich pass auf dich auf, Vögelchen. Als erstes baue ich dir ein kleines Bett. Warte hier. Gefällt es dir nicht? Oder hast du vielleicht Durst? Nein, das war's auch nicht. Jetzt weiß ich, du hast Hunger. Guck mal, ein Eis ist noch da. Das wird dir sicher gut schmecken. Erdbeereis mag ich am allerliebsten. Hier, der Rest ist für dich. Du magst kein Eis? Ich guck mal, was ich noch finde. Vielleicht möchtest du lieber Käse. Du bist ganz schön schwierig. Aber ich hol dir noch etwas anderes. Tja, also wenn dir das hier jetzt auch nicht schmeckt, dann fällt mir nichts mehr ein. Was ist denn hier los? Wo kommt denn das Vögelchen her? Weißt du, es ist ganz allein und verlassen unterm Apfelbaum. Da habe ich es mit nach Hause genommen. Aber Trotro, das Vögelchen braucht seine Eltern. Sie suchen ihm sicher nur etwas zu essen. Was können wir denn da machen, Mama? Na, wir setzen ihn wieder in sein Nest. Hm. Guck mal, Mama, da oben ist das Nest. Siehst du, seine Eltern sind nicht da. Setz den kleinen Vogel in sein Nest, Trotro. Dann sehen wir, was passiert. Na, was hab ich gesagt? Da kommen ja seine Eltern. Oh, ich glaube, er frisst gern Regenwürmer. Na, siehst du, Trotro, seine Eltern wissen genau, was er braucht. Sie haben ihn nicht verlassen. Weißt du, Mama, ich freue mich, dass der kleine Vogel seine Eltern wieder hat. Trotro versteckt sich. Na, hoffentlich ist Lilly bald hier. Hallo, Trotro. Komm schnell, Lilly. Ich weiß schon, was wir spielen. Wir beide spielen Verstecken. Du zählst zuerst. Und zwar bis 10. Und nicht schummeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier bin 7, ich aber gut versteckt. 8, 9, 10. Jetzt suche ich dich. Ich sehe deine Ohren. Du bist hinter dem Sessel. Oh. Gut, wir spielen noch mal. Du zählst. Ja. Fang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, hier findet sie mich 6, ganz bestimmt 8, nicht. 9, 10. Achtung, jetzt komme ich. Ich sehe deine Füße, Trotro. Du steckst hinter dem Vorhang. Nein. Los, gleich noch einmal, Lilly. 1, 2, 3. Da drin findet sie mich nie im Leben. Vielleicht ist er im Bad. Trotro, ich hab dich schon wieder. Ich sehe deine Ohren. Also Lilly ist einfach unschlagbar. Bitte, Lilly, gib mir noch eine Chance. Na gut. 1, 2, 3. Nein, das ist viel zu einfach. 4, 5. Ja,
im Schrank. Wo hat sich denn Totoro jetzt versteckt? Ich habe keine Ahnung, wo ist Totoro denn? Schade. Naja, dann verliere ich eben. Juhu, ich habe gewonnen! Ich sehe dich nicht, Totoro, aber ich kann dich hören. Du steckst hinter mir im Schrank. Schön, dann spielen wir eben Fang. Na los, hey. Du bist dran. Na warte, ich fang dich. Totoros neuer Schulranzen. Mein Ranzen ist klasse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lilly, Nana. Seht mal, ich habe einen neuen Ranzen, wie die großen. Oh ja, der ist aber sehr schön. Willst du mitspielen? Wir machen einen Springwettbewerb. Lilly hat 8 geschafft. Und ich 6. Du hast verloren. Aber nein, das war doch nur mein Ranzen. Kommt, wir spielen im Sandkasten. Das ist ein großer Berg. Und da drauf steht die Burg. Schön. Oh, toll. Totoro, hol mal den Stern, damit schmücken wir den Turm. Ach, Totoro. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Warum passt du denn nicht auf mit deinem Ranzen? Ist ja nicht so schlimm. Gehen wir auf die Rutsche. Oh. Das kommt, weil er auch ein Häuschen auf dem Rücken trägt. Ein Ranzen wie die großen. Hoppla. Und jetzt liegst du da wie eine Schildkröte. Helft mir mal, ich komme nicht hoch. Das war wieder der Ranzen. Aber Totoro, nimm ihn doch beim Spielen ab. Nein, ich will meinen Ranzen nicht abnehmen. Nana, darf ich mich neben dich setzen? Oh nein, Totoro, hier ist nicht genug Platz für dich und deinen Ranzen wie von den Großen. Spielen wir Küsschenkater. Klapp, du musst uns fangen. Komm schnell, Nana. Versteck dich, Totoro, und gib dir ein Küsschen. Huhu, hier sind wir, Totoro. Du fängst uns nicht, du fängst uns nicht. Mein neuer Ranzen ist zwar toll, aber er stört beim Spielen. Achtung! Hier kommt der schnelle Küsschenkater! Totoro, das kleine Monster. Buu, ich bin ein kleines Monster. Oh.
Vor dir steht das stärkste Monster der Welt. Ich habe eine Idee. Und fertig. Ist das eine tolle Sandburg? Du hast mich erschreckt, Rotro. Haha, ich bin das kleine Monster. Und du hast meine Burg kaputt gemacht. Du bist gemein. Natürlich. Ich bin ja auch ein ganz böses kleines Monster. Ich bin das böseste kleine Monster der Welt. Ich kenne ein böses kleines Monster, das keinen Kuchen bekommt, weil seine Mama keine Eier mehr hat. Aber kleine Monster essen nun mal keinen Kuchen. Boom! Was war das? Ich bin es, das kleine Monster. Oh, na warte, wenn ich dich erst fange, kleines Monster. Ein kleines Monster zu sein macht Spaß. Alle haben Angst vor mir. Na und wem macht das kleine Monster jetzt Angst? Trotro, wovor hast du solche Angst? Da, im Garten habe ich eine ganz dicke Spinne gesehen. Mein kleiner Trotro, hab keine Angst. Kleine Krabbeltiere fressen doch keine kleinen Monster. Ach, weißt du, ich will gar kein kleines Monster mehr sein. Dann kann ich wenigstens leckeren Kuchen essen. Trotro, du bist mir vielleicht einer. So was. Trotro, das kleine Monster. Buh, ich bin ein kleines Monster. Buh! Vor dir steht das stärkste Monster der Welt. Ich habe eine Idee. Und fertig. Ist das eine tolle Sandburg? Du hast mich erschreckt, Rotro. Haha, ich bin das kleine Monster. Und du hast meine Burg kaputt gemacht. Du bist gemein. Natürlich. Ich bin ja auch ein ganz böses kleines Monster. Das böseste kleine Monster der Welt. Ich kenne ein böses kleines Monster, das keinen Kuchen bekommt, weil seine Mama keine Eier mehr hat. Aber kleine Monster essen nun mal keinen Kuchen. Boom! Was war das? Ich bin es, das kleine Monster. Oh, na warte, wenn ich dich erst fange, kleines Monster. Ein kleines Monster zu sein macht Spaß. Alle haben Angst vor mir. Gra!
das kleine Monster jetzt Angst? Ah, eine Spinne! Hilfe! Mama! Mama, Hilfe! Was ist denn, Trotro? Wovor hast du solche Angst? Da, im Garten habe ich eine ganz dicke Spinne gesehen. Mein kleiner Trotro, hab keine Angst. Kleine Krabbeltiere fressen doch keine kleinen Monster. Ach, weißt du, ich will gar kein kleines Monster mehr sein. Dann kann ich wenigstens leckeren Kuchen essen. Trotro, du bist mir vielleicht einer. So was. Trotro liest vor. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy! Er wird Ihnen eine Riesenvorführung auf dem Trampolin zeigen! Doing, doing, doing! Bravo, 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 Teddy! Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy, ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. So, bitte. Die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy. Trotro kauft ein. Ich bin schon groß. Ich kann allein einkaufen. Ich kaufe sehr gerne ein. Selber aussuchen finde ich große Klasse. Ich weiß schon, was Mama alles braucht. Also das hier braucht sie. Hier, hopp, rein in den Wagen. Und das da, hopp, für Trotro.
Eine blaue Tüte, eine rote Tüte und das nehme ich für Mama mit. Und das hier ist für Papa. Manchmal komme ich leider nicht dran. Dann brauche ich meinen Papa. Papa! Wo bist du? Papa! Papa! Hm? Ich bin hier, Trotro! Trotro! Oh. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Du solltest doch in meiner Nähe bleiben, Trotro. Jetzt läufst du aber nicht mehr weg. Mit Papa einkaufen macht mir auch großen Spaß. Na, sage mal, mein Junge. Nichts als Kekse, Schokolade und Bonbons. Für wen soll denn das sein? Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Das ist alles, was dein Trotro braucht. Trotro macht Musik. Aha, heute will ich mal tolle Musik machen. Hört gut zu, Freunde. Heute spiele ich Ziehharmonika. La, li, lu. Haha, das geht leicht. Ich drücke sie, ich ziehe sie auseinander. Ich drücke sie, ich ziehe sie. Weng, weng. Hahaha, das ist sehr lustige Musik. Dweng, 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 dweng. Nicht weglaufen. Das Konzert ist noch nicht zu Ende. Tadre! Eine Trompete ist was Tolles. Man muss da reinblasen und zwar ganz fest. Und noch viel fester. Na, gefällt euch das, Freunde? Danke, danke, danke. Musik machen ist anstrengend. Aber ich möchte trotzdem noch was spielen. Fällt euch irgendwas ein? Aber ja, eine super Idee. Danke, Teddy. Haha, jetzt werde ich aber mal so richtig dollen Lärm machen, Leute. Haha, oh, sieh an. Was steht denn da für ein schöner Kochtopf? Das ist eine klasse Trommel. Bum, bada, bum, bum. Ha. Boom bada boom, 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 boom bada boom. Aber Trotro. Kann ich gut trommeln, Mama? Naja. Ja, du hast recht. Irgendetwas fehlt mir noch. Ich brauche Kochlöffel. Die sind wie Trommelstöcke. Boom, bada, boom.
Boom, bada, boom, 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 boom, bada, boom. Bravo, Trotro, du träumst wirklich toll. Ja, Trotro macht ganz tolle Musik. Trotro und der Regen. Mama, darf ich draußen spielen? Das ist keine gute Idee, Trotro. Es gießt in Strömen, da wirst du klatschnass. Komm, Teddy, es regnet nicht mehr. Wir gehen draußen spielen. Das Tolle an Gummistiefeln ist, dass man damit durch Pfützen laufen kann. Und die Füße werden nicht nass. Das ist lustig. Man steht im Wasser und die Füße sind trotzdem warm. Man kann auch ein bisschen hüpfen. Sogar ganz doll. Und Schlittern geht auch gut. Yippie! Oh. Da ist noch eine. Ich habe Wasser in meiner Hose und sogar in der Unterhose. Brr, mir ist kalt. Und vor lauter Hüpfen ist das Wasser in die Stiefel gelaufen. Aber klatschnass, Teddy. Und weil wir klatschnass sind, ist uns kalt. Komm schnell, Teddy, ab ins Warme. Na sowas. Regnet es noch? Du bist ja ganz nass. Geh dich schnell umziehen und setz dich vor den Kamin. Trotro spielt im Bett. Dein Frühstück ist fertig, Trotro. Trotro, du musst langsam aufstehen. Ist das gemütlich im Bett? Und deshalb werde ich heute liegen bleiben. Dein Frühstück wartet aber schon, Trotro. Unter der Bettdecke kann man prima spielen. Zum Beispiel, dass man ein sehr bekannter Höhlenforscher ist. Ich erforsche hier unten eine ganz geheimnisvolle Grotte. Trotro, dein Kakao wird kalt. Hier ist viel Platz.
Ich tue es, als ob ich im Zirkus wäre und Teddys großen Auftritt bewundere. Und ein Salto rückwärts. Und noch ein Salto rückwärts. Ja, bravo, bravo, Teddy. Ja, gleich noch einmal. Ja, klasse, Teddy. Und hopp. Ich finde das gar nicht komisch, Trotro. Und jetzt bin ich auf einem Floß, das auf einem großen Fluss treibt. Hui, wuh, wah, hii. Trotro, jetzt hole ich dich aber aus dem Bett. Ja. Kopfsprung. Schwimm, schwimm, schwimm. Trotro. Schst. Tja, na ja. Ich will dich fangen. Ich will dich fangen. Du bist ein Faulpelz, Trotro. Den fangen wir. Na los. Ich hab ihn gleich. Ja, im Bett bleiben ist schön, aber draußen spielen ist noch viel schöner. Trotro ist verliebt. Sieh doch mal, Lilly. Unser Trotro sieht heute ganz verträumt aus. Er denkt an seine Freundin. Nana ist jetzt seine Freundin. Er will die ganze Zeit nur noch mit ihr spielen. Schade, dass sie mich nicht ansieht. La la la, la la, hüpf, 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 kleines Püppchen, hüpf, hüpf, hüpf. Hoffentlich möchte sie heute mal mit mir spielen. Yippie! Oh! Ich würde gern mal mit ihr reden, aber ich traue mich nicht. Ich fände es schön, wenn sie mit mir spielen würde. Möchtest du mit mir wippen, Nana? Ach nein, dann mache ich mich schmutzig. Soll ich dir mein Fahrrad borgen? Nein, das reiße ich mir mein Kleid. Möchtest du mit Teddy spielen? Nein. Ich hab doch Fanny. Hier, die ist für dich. Die Blume ist aber hässlich. Kommst du, Trotro? Oh. Baust du eine Burg? Ich versuch's, aber sie ist leider viel zu klein. La 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 la. Schneller, Trotro, schneller. Sie ist langweilig. Trotro und Lilly haben viel mehr Spaß zusammen. Du, Trotro, darf ich auch mitspielen? Ja, gern. So, bitte. Ganz viel Sand für eine große Burg. Wir müssen eine Burg haben. Ganz
Trotro kocht eine Suppe. Also gut, Teddy. Heute spielen wir Einladung zum Essen. Wir werden eine Suppe kochen für Teddy, für Trotro, für Papa und für Mama. Und wenn man eine Suppe kochen will, muss man Gemüse aus dem Garten holen. Für eine leckere Suppe braucht man erstmal ein paar Kartoffeln. Aber die Kieselsteine hier kann man auch sehr gut nehmen. Yum, yum, yum. Kartoffeln schmecken so gut. Aber für die Suppe brauchen wir auch noch etwas Lauch. Ah, ich habe eine Idee. Ich streue geriebenen Käse drauf, dann schmeckt's besonders gut. Rühre, rühre, rühre. Oh, Salz brauchen wir auch noch. Bitte sehr, eine Ladung Salz. Ist doch gut. Dankeschön, Herr Lastwagen. Was fehlt uns denn noch? Wasser. Ja, genau. Passt bloß gut auf, Trotro. Du darfst kein Tropfen von dieser Suppe verschütten, hörst du? Rühre, rühre, rühre. Bitte sehr, sie ist fertig. Jetzt lasse ich sie alle probieren. Erst Papa, dann Mama, dann Teddy. Papa, Mama, ihr müsst meine Suppe probieren. Hier, Papa, ist meine Suppe. Die schmeckt lecker. Deine Suppe ist köstlich, Trotro. Hier, Mama, jetzt probierst du sie. Oh, nein, meine Suppe. Oh, das tut mir aber leid, Junge. Du bist auch zu ungeschickt, Mama. Zum Trost koche ich zum Abendessen eine Spezial-Trotro-Suppe. So ein Glück. Es ist noch genug übrig, dass Teddy auch probieren kann. Trotro räumt auf. Oh, wie sieht's denn hier aus? Du musst dein Zimmer aufräumen. Das ist mein Spielzeug. Ja, aber es liegt überall herum. Du musst wirklich aufräumen. Soll ich dir helfen, Trotro? Nein, das will ich ganz allein machen und dich damit überraschen, Mama. Oh. Na gut, dann räume ich das Spielzeug eben ein bisschen später auf. Oh nein, das Bücherregal ist vielleicht unordentlich. Alles raus! Und die auch noch. Ich habe so viele Bücher. Die ich am allerliebsten habe, stelle ich ins untere Regalfach. In die Mitte kommen die ich gern habe. Und nach oben kommen die ich nicht so gern habe. Ist das Buch hier gut oder ist es richtig klasse? Also ich kann mich gar nicht entscheiden. Ach, ich überlege es mir später. Oh, und hier sieht's ja auch schlimm aus. Und hopp. Ein Bauklotz aufgeräumt. Und hopp, zwei Klötze aufgeräumt. Und der letzte Bauklotz. Klasse! Aufräumen kann richtig Spaß machen. Oh!
Oh, meine Bilder. Das hier gefällt mir gut. Und das da auch. Oh, das Allerschönste. Die Spielzeugkiste ist auch unordentlich. Na los, nur Mut. Ich muss alles rausholen, damit ich es aufräumen kann. Oh. Meine Lieblingskuscheldecke von ganz früher. Nein, meine Kuscheldecke fliegt. Oh nein, Trotro. Mama, weißt du, ich räume gern auf, aber kannst du mir bitte helfen, es zu Ende zu machen? Also nein. Zu Hilfe! Bitte, Mama. Aufräumen macht Spaß, aber zu zweit noch mehr.